Hallo und herzlich willkommen zurück zu God Eater 2 Witchburst. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen und wir... Es geht zu einer Satellitenbasis. Aha! Zu sehen, wen man beschützt, ist sicherlich eine gute Erfahrung. Das ist richtig. Nana! Ist etwas vorgefallen? Romeo ist mit einem ziemlich ernsten Gesichtsausdruck zu Dr. Sakaki gegangen. Romeo werkelt weiter an seinem Goddard herum. Angeblich will er stärker werden, aber er legt sich nur Steine in den Weg. Es ist meine Aufgabe, mich um all das zu kümmern. Könntest du mir nicht einen Rat geben, Vize-Captain? Oha. Lehrmeister, ist es Zeit für eine Lektion? Oh, ist es nicht? Also ich bin bereit, du kannst jederzeit anfangen. Ich nehme dich schon immer mit. Ich versuche, dich nach vorne zu bringen. Aber das ist halt Training, dauert halt Zeit. Ich fühle mich schon viel besser. Mir ist die sprichwörtliche Last von den Schultern gefallen. Und alles dank dir, Vize-Captain. Tausende Dank. Romeo steht der Finanzabteilung mittlerweile nahe. Es scheint, als wäre er in letzter Zeit ständig mit ihnen auf Mission. Ich muss lernen, so offen zu sein wie er. Weak. Ja, du bist der gleichen Meinung. Du findest auch skurril. Gut. Die Köchin ist nicht da. Romeo, oh Romeo. Wie hat sich Nana am Einsatz geschlagen? Ihre Blutkraft ist gerade erst erwacht. Sie sollte sich nicht überanstrengen. Die Reichweite ist noch relativ gering, habe ich... Oder ist generell relativ gering, habe ich das Gefühl. Was nicht schlecht ist, weil dadurch ja nicht alles angelockt wird. Was? Sondern nur in der Umgebung. Aber trotzdem... Mal gucken, vielleicht entwickelt sich das noch. Hey. Romeo. Verdammt, Blut wäre perfekt, wenn ich auch eine Blutkraft hätte. Ich meine, ich bin natürlich jetzt schon stark genug. Ja, bist du. Die Blutkraft wird durch den P66-Selektionsfaktor bestimmt. Nur Dr. Rachel versteht seine wahre Natur. Aber kann man da nichts machen, Dr. Sakaki? Etwas, um meine Chance auf das Erwachen zu verbessern? Selbst Dr. Rachel setzt für das Erwachen auf die Macht des Beschwörens des Vize-Captains. Das ist schwierig. Ich weiß, wie es dir geht, Romeo. Aber was du verlangst, ist sehr kompliziert. Oh Gott. Junge, keine Experimente. Keine Experimente. Wir gehen aber zur Satellitenbasis, haben wir gehört? Und zwar Flut des Ehrgeizes. Gibt's noch irgendwas von dir? Gibt's nichts mehr, ne? Flut des Ehrgeizes. Wieder ist ein Kabbala am Speichersee in den Bergen erschienen. Dieses bewacht zudem ein Ukos Hammer den Eingang wie eine Art Wachechse. Vernichtet beide. Das Kabbala wird erst verspätet in den Kampf einsteigen können. Für den Kampf gegen den Psion sind Blattmitglieder erforderlich. Ritualzeug. Das habe ich noch nie gesehen. Oder habe ich Ritualzeug? Kryogenische Legierung. Uiuiuiui. Klingt lustig. Gut, wenn Blattmitglieder erforderlich sind, dann nehmen wir drei Blattmitglieder mit uns mit. Und natürlich Kanon, die darf nicht fehlen. Hibari bleibt weiter dabei. Kann eigentlich Hibari... Warte mal, ich muss mal gerade ganz kurz gucken. Bei Hibari... Kann sie da... Ich habe teamfluoreszierende Proteine reingepackt. Aber sie kann noch nichts Neues in der Hinsicht lernen. Okay. Gut, gut. Auf geht's! Auf in den Kampf! Ah, es wird schief gehen. Romeo muss schon wieder pflichtmäßig mit. Jetzt will er unbedingt seine Blutkraft haben. You are clear to engage. Operation commence. Na komm her, warte mal, wir machen gleich mal das. Ich hätte das gerne als Grundeinstellung. So, wir beginnen gleich damit. Nana bekommt ein... Okay, der eine hat mich getroffen. Ja, ich habe eine neue Fähigkeit. Ich habe nicht mehr diese ernste Klaue, sondern ich wollte mal ja was anderes testen. Sehr schön. So. Nana kriegt ein. Kanon kriegt ein. Das ist eh gerade Kanada, deswegen ist das nicht schlimm.
Ja, ich bin doch schon dabei. Oh, 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 aus dem Weg. Scheiße. Das macht nix. Sehr schön. Eins, zwei, drei und block. Nein, zu kurz. Ah, das hat nicht gezählt. Ja, ich weiß. Ja, nein, gar nicht. Das passt alles. Ja. Okay, wir kümmern uns erstmal um den Psion. Halt, stopp, Leute. Der ist wichtiger da. Auch wenn der uns natürlich das Schöne, das hat mir auch Venus erklärt, wenn wir weit entfernt sind von dem Psion, dann wird unser Burst die ganze Zeit, oder wenn er nicht im Kampf ist, dann wird unser Burst aufgeladen. Wenn ich jetzt mal... Okay, er verfolgt uns. Er will uns unbedingt tot sehen. Na gut, pass auf, wenn du uns tot sehen möchtest, dann wollen wir dich auch tot sehen. Ganz einfach, da habe ich null Probleme mit. Nana wird erstmal schön aufgeladen und jetzt. Oh, 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 oh. Was? Ich hätte gedacht, dass jetzt noch gleich was kommt. Was? Nee, jetzt passiert schon nicht. Keine Sorge. Sprengfest. Oh ja, oh ja. Ich hab auch schon mal Spektakuläres gesehen. Sehr schön. Da ist die. Der ist hässlich. Der ist so hässlich. Ich sollte wechseln. Oh Gott, Romeo. Da war er echt schon... Ja, sehr gut, genau. Das ist super, dass er halt immer schön unser Burst auflädt, wenn er wegrennt. Der ging sehr leicht. Wir sind, glaube ich, einfach übermächtig. Also, ich meine, wir sind ein übermächtiges... Geht mal bitte aus dem Weg. Wir sind einfach ein übermächtiges Team. Und ihr seht das, Nanas Fähigkeit wurde zweimal aktiviert währenddessen. Ihre Blutkraft und... Der... Hör mal, Alter, darf ich mal bitte Kanon? Du musst mal ein bisschen geheilt werden, wenn ich jetzt eh gerade auflade. Und der ist trotzdem weg, ne? Obwohl wir im Kampf etwas näher an ihm schon dran waren. Schade, hat mir gefriert. Oh, das wollte ich nicht. Ich habe ihn geheilt. Keine Chance. Und dann hab's keine Ausdauer mehr gehabt? Oder was? Warum kein Hubs?
Oh, wie süß er sich rollt. Okay, ich glaube, ich stehe einfach viel zu nah dran dafür, dass ich hier so eine Long-Range-Waffe habe. Oder so eine Mid-Range-Waffe. Sehr schön, da ist er weg. Habe ich jetzt Items bekommen? Nee, ne? Ich krieg keine. Wieso krieg ich keine Items? Wieso? Mann, nö. Na gut, solange wir die anderen Items bekommen haben, das ist viel wichtiger. Die von dem Psion. So. Leave it to me. Lasermeister. Ich finde, der Name ist immer noch göttlich. Neuer Rekord S. 17 Link Bursts. Reptilienturbine. Was ist denn ein Reptilien? Reptilienturbine. Naja. Passt schon. Also ich finde diese Waffenvariante schon ganz nett, muss ich sagen. Die ich jetzt hier habe, die Radiusklaue. Kann man halt schön wirklich kombinieren, dass man danach sofort einen Biss macht, um seinen Burststatus wieder aufzuladen. Und hier heile ich mich aber, das ist die Sache. Hier heile ich mich. Und bei dem würde ich halt mehr Schwachstellen, also die Bindungsbrüche häufiger erzeugen. Dann habe ich noch das hier. Ein flinker Komboangriff, der einen spezifischen Punkt deines Gegners zerfetzen kann. Das möchte ich mal probieren. Klingt super. Was für ein Angriff war das? Rundklaue. Achso, neu dann. Wir probieren das einfach mal. Julius hat Kontrolle. Du hast Beschwören, Ciel Intuition, Gil hat Inspiration und Nana hat Anlocken. Welche Blutkraft schlummert in mir? Ich muss die Schlafmütze doch irgendwie aufwecken können. Das ist deine Blutkraft, Schlafmütze. Du kannst sie die alle einschläfern. Ah, Vize-Captain, der Captain hat dich gesucht. Ist das so? Ah, Vize-Captain, Captain, du kommst gerade richtig. Das kommt jetzt vielleicht unerwartet, aber... Kommt dir Romeo in letzter Zeit seltsam vor? Romeo ist seltsam. Verstehe, die Veränderungen sind klein, aber ich bin nicht der Einzige, der sie bemerkt hat. Persönliche Probleme machen es jedem schwer. Behalte Romeos Verhalten im Auge. Dafür haben wir den Visor, damit wir das sehen, bevor was Schlimmeres passiert. Oh, Juno. Das ist eine nette Lounge, oder? Hier kannst du jeden aus der Fernostabteilung treffen und kennenlernen. Ich sollte wieder auf mein Zimmer gehen und üben. Wie wäre es, wenn du gleich hier übst? Ich glaube nicht, dass jemand etwas dagegen hat. Danke, aber das ist ein wenig peinlich. No. Nana sagt, sie führt mit Unterstützung des Vize-Captains ein Experiment durch. Was? Also seid auf Unfälle gefasst. Jederzeit. Mir? Jonas Lieder sind eine tolle Linkhilfe, wenn du mich fragst. Wenn ich warte und Radio höre, kann ich kurz vergessen, dass ich in diesem Krieg nur eine Schachfigur bin. Oh, wie philosophisch. Dieser Romeo weiß mit Worten umzugehen, wenn er das nur gegen die Aragami einsetzen. Er kriegt Einschläfern. Ich sage es euch. Hallo, möchtest du einen Tee? Vielleicht etwas zu essen? Oh, Tee wäre jetzt cool. Das erinnert mich daran, dass Nanas Eltern Gottider waren, nicht wahr? Das ist sicher der Grund für ihre Fähigkeiten. Das bedeutet, wenn ich eine Familie gründe, haben meine Kinder vielleicht auch besondere Fähigkeiten. Ja. Oder sie drehen am Rad. Nana, du hast... Was... Ich habe Lika gebeten, das Essen zu kosten, das sie zuvor gekocht hatte. Aber sie hat direkt abgelehnt. Aber Lika ist unglaublich. Sie nutzt jede Zutat, auch wenn sie selbst nichts davon isst. Darum habe ich ihr viele Fragen gestellt und brauche jetzt ein paar Zutaten. Kannst du mir helfen? Klar. Eigentlich schon. Aber... Ich
finde, das können wir beim nächsten Mal machen, oder? Ja, das ist etwas, was wir beim nächsten Mal machen können. Ich drücke mal hier nochmal auf klar. Wirklich? Vielen Dank. Ah ja, Kaffeepause. Gut, und diese Kaffeepause werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.